Ich bin einer der vier. Das ist der letzte. Wisst ihr? Hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaue Edition. Ja, und hier sind. Hier waren wir, genau, hier waren wir. Die haben wir ja schon besprochen und jetzt geht's hier weiter. Irgendwie. Hallo. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ach, du bist auch einer von denen. Wir hatten doch schon mal einen gesehen. Vor kurzem. Irgendwann mal. Rocket möchte kämpfen mit einem Bacholo. So, Konfusion, weg damit. Braucht kein Schwein. Volltreffer. Ja, gut. Und Bachok. Bachok. Tschüss. Jo. Ja, und nun? Nein. Ich bin raus. Ja, du bist raus. Dann geh raus. Okay, das ist die andere Seite von dem, wo wir gerade waren. Da hätte man auch so durchlaufen können. Ah ja, hier waren wir schon. Genau. Tixie liegt tief im Niemandsland. Hier waren wir noch nicht. Ah, ja. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter der Silphco. Ja, genau, deshalb greifst du mich auch an. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Slimer. Slimer, weg, du. Und als nächstes kommt Kadabra. Kadabra gegen Kadabra. Nein, wir sind Kadabra. Smogmog. Was habe ich denn da schon ja gelesen? Achso, möchte ich Kadabra wechseln oder was stand da? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe nur noch Kadabra gelesen. Aber das kann ich ja jetzt nochmal lesen. Achso, Kadabra erhält. Genau, das stand da, glaube ich. Genesung. Naja. Konfusion, Ziehstrahl. Ach, ich behalte einfach Konfusion und mache den Ziehstrahl weg. Ist mir egal, ob das jetzt gut oder schlecht war. Die ganze Zeit jetzt mit Konfusion hier gekämpft. Ich komme damit schon klar. Und eine Attacke zum Heilen kann ja nicht verkehrt sein. Ich mache die ja hier eh alle One-Hit. Gut, ist nur blöd, ich habe ja noch Teleport und Blitz. Da habe ich natürlich dann keine Attacken, um noch mehr anzugreifen. Da muss ich auf diese 25 AP Konfusion immer hoffen. Aber naja, gibt Schlimmeres. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Du hast mich angegriffen. Das hat dich ein bisschen verdächtig gemacht. Ich komme hier gar nicht weiter. Wie doof. Ich habe ihn noch nicht besiegt. Ich bin einer der vier berüchtigten. Moment, dann bist du der dritte, glaube ich jetzt. Ne? Wenn wir nicht schon irgendwo einen vergessen haben. So. Unterschlagen. Genau, so, das würde ich sagen.
So, mit O, Level 32. Und noch ein Tragosso. Ja, egal. Weg damit. Und nun? Tut mir leid, Brüder. Und sagst du auch, dass die Brüder dich... warte nur, meine Brüder werden genau rächen. Na du? Du bist ganz schön mutig. Naja. Ich bin halt hier rein, ne? Soll ich machen? Ich komme sonst gar nicht im Spiel weiter. Ich musste da rein. Gut. Dann Arbok als nächstes, wenn Radikal einfach so schnell geht. Oh. Auch schon besiegt. Dann Smogon. Auch besiegt. Mhm. Golbat. Besiegt. Krass. Mit Level 33. Ja, toll. Licht aus. Ja, bleibt eh an. Dann nach unten. Hier muss ja noch irgendwo jemand sein. Vielleicht auch nochmal ein Teleporter. Haha. Du dachtest wohl, ich arbeite für die Zilfco. Nee. Du bist ja zu mir gegangen. Ich bin ja nur vorbeigegangen. Wenn du mich denn direkt ansprichst und kämpfen willst, kann ich ja nichts für. Elektroball ist schneller. Okay. Na gut. Heilen bringt mir im Prinzip jetzt aber auch nichts. Weil ich habe nur noch so wenig Konfusion. Das Ding bringt sich jetzt eh selber um. Und mich mit. Deshalb. So, dann Ibitak. Wir sollten vielleicht unsere anderen beiden Pokémon dann noch mit trainieren. Die sind so ein bisschen... schlecht drauf. Das wäre ja Quatsch. Wo sollte ich nochmal wechseln? Furienschlag ist einfach doof. Die Attacken von Ibitak sind auch nicht so toll. Muss ich mal so sagen. Da hätte ich ja eigentlich auch ein schwaches Pokémon nehmen können und dennoch mal rauswechseln. Hätte mir bloß nicht viel gebracht. Gut, dass Furienschlag geblockt wird, weil die Attacke ist eh doof. So. Damit ist Slymog besiegt. Feierabend. Ich gehe nach Hause. Bleibst da eh blöd stehen. Nee, hier ist nur ein Ball. Calcio. Warum sind noch welche? Ich komme hier auch nicht weiter. Macht mir das nicht einfach. Achso, hier komme ich. Stimmt, hier komme ich her. Wenn ich jetzt hier noch hochgehe. Die war ich aber auch schon. Das ist einer von den. Habe ich hier irgendwo was liegen lassen? Eigentlich nicht.
Nee, nee. Erledig dich. Ich finde nur den Weg nicht weiter. Okay, da muss ich wahrscheinlich noch mal nach unten. Okay, und dann nach und nach einfach nach oben gehen. Ist mir jetzt auch egal, ob Ibitak währenddessen drauf geht. Ja, ja, ich brauche... Gut, jetzt ist Ibitak besiegt. Ich brauche einen Türöffner, das ist mir klar. Das hättest du mir nicht sagen müssen unbedingt. Wow. Ich habe so das Gefühl, ich war noch nicht überall. Siehst du? Da ist noch einer. Ich bin einer der vier. Das ist der letzte. Siehst du? Ja. Rocket möchte kämpfen und hat ein Gäulbart. Da müssen wir erstmal tauschen. Das ist ein bisschen stark, das Gäulbart. Im Gegensatz zu unserem Ultrigaria. Deshalb können wir übrigens nochmal gucken, wie Zielstrahl wirkt. Ja, gut. Ist so eine Verwirrungsattacke. Aber das verwirrt uns jetzt auch. Na, toll. Wow. Wir sind nicht mehr verwirrt. Das ist gut. Weil Gäulbart ist jetzt eh besiegt. Da wäre es ja egal gewesen. Traumato. Vielleicht kriegen wir es hier nochmal hin. Irgendwie nicht so. Gut. Wird die Attacke blockiert, die eh nichts bringt. Ja, weil es ein Psycho-Pokémon ist. Wir wechseln mal. Yay. Kann ich aber auch das hier einfach... Das hier einfach machen, Mensch. Und noch ein Hypno. Ist immer noch blockiert. Jetzt nicht mehr. Ich kann aber nur so dumm sein. Man sollte ja wohl noch wissen, was überhaupt was bringt. Oh je, ich wurde besiegt. Ja, und nun? Die sind alle schon besiegt. Egal. Ach, hier geht's noch lang. Elemente, ja. Aber hier war ich ja auch schon. Oder komme ich hier noch irgendwo lang? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Hier war der Türöffner. Hey, ich habe den Türöffner gefunden.
Tschüss, ich muss nicht mehr an irgendwelche Elemente denken. Ich habe den verfickten Türöffner. Bingo. Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Hier ist nichts. Yeah. Mich hat's überhaupt nicht weitergebracht, aber hey. Ich hab Türen entriegelt. Yay. Zu dir kam man nie. Du siehst wieder aus. Komm, ruhe dich. Das ist gut. Das ist praktisch. Na? Ja. Tun sie auch. Rocket möchte kämpfen. So. Ja. Konfusion bringt auf Psycho-Pokémon nicht viel. Aber hey, Tomato wurde besiegt. Also gleich. Verwirrt wurde es erstmal nur. Das wollte ich eigentlich auch sagen. So. Vielleicht verwirrt. So. Slimer. Das war Slimer. Ja, toll. Alles besiegt hier. Du bist voll stark. Nicht. Ja. Jetzt kommen wir auch hier hin. Du hast auch eingesperrt. Ich arbeite für das Team Rocket. Die Zilfcode zählt zu wenig. Zahlt zu wenig. Zählt, genau. Die zählt zu wenig. Nein, die zahlt zu wenig. Das heißt, du bist ein armer Schlucker. Oder in dem Fall ein armer Forscher. Lichtschild. Oh. Erstmal verwirren. Yeah. Und nein. Wow. Du bist sehr schlau. Eigentlich ja nicht so. Level 34. Und ein Smogmog. Und noch ein Smogmog. Konfusion. Ich sollte überlegen, was ich für Müll manchmal sage. Du hast mich erwischt. Ja. Ganz hart. Was haben wir hier? Du kannst keine weiteren Items tragen, habe ich hier. Urtikaria reicht Level 23. Und versucht Stachelspur zu erlernen, aber kann nicht mehr als vier Attacken erlernen und deshalb muss eine vergessen werden. Welche soll vergessen werden? Wickel ist zwar gut, aber auf Dauer. Nee. Wir werden zwar jetzt Stachelspur auch nicht belassen. Aber. Oh, ein Hypertra. Na ja, gut. Einfach damit was gemacht haben. Und jetzt geht's hier weiter. Hallo. Was hat dich aufgehalten, Basti? Den machen wir jetzt noch.
Aha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Du hast mich in Safronia City gesehen? Wir sind gerade ganz zufälligerweise in Safronia City. Ist klar, dass du mich in Safronia City gesehen hast. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Gott. Vivitag. Schnabel. Schnell weg damit. So, Garados. 38. Jiminy. Oh Gott. Ich glaube, wir sollten ein bisschen trainieren, sonst haben wir später Probleme. Smetbo ist auch nur Level 33. Ja, klar. Mach mich doch fertig. Ey. Aha. Okay, okay, reicht. Ja, alles klar. Wow. Hey, ist mal was durchgekommen. Wow. Gut, es schlägt sich selber. Immerhin. Das ist schlecht. Ne, erstmal Ultrigaria. Weil das ist ein Pflanzen-Pokémon. Aber ich glaube, das hat in dem Fall auch keinen Vorteil hier. Weil Levelunterschied. Nur Tutor könnte hier mit Level 42 was reißen. Aber auch das gerade so Volltreffer, siehst du. Level 43. Ah. Fukano. Fukano ist ein Vorteil. Wegen Feuer-Pokémon. Und das ist auch nur Level 35. Na toll, das bisschen. Da hätte ich ja nicht mal mehr einen Trank verschwendet. Ist ja eh besiegt. Simsala. Ist auch nur Level 35. Genesung. Selbst das wird nicht mal mehr voll. Wow. Besiegt. Und als letztes kommt natürlich Bisaflor. Das ist Level 40. Egelsam, böse, böse. Aua, aua, aua. Aber es geht noch. Aua. Oh, dann reicht es noch nicht mal.
ganz, ganz eng. Aber wir haben gesehen, man kann es schaffen. Beim nächsten Mal zeigen wir es dann blau, wie es richtig geht. Und dann besiegen wir auch Team Rocket. Also bis dann. Ciao, ciao.